Ich grüße euch. Gestern wurde im Servus TV in den Nachrichten relativ langen Teil, 13 Minuten fast, sehr viel über Covid gebracht und unter anderem auch diese Grafik, wo man mit der Statistik in Österreich, Gesundheitsministerium, Innenministerium, wo man 13.11. voriges Jahr, 11.11. dieses Jahr einfach einmal Folgendes sieht. Man hat hier 32.000 PCR-Tests gemacht, 30% davon sind so viel positiv getestet, die hat man gefunden. Jetzt haben wir mehr als 10-mal so viel PCR-Tests gemacht und 3,5% davon gefunden. Macht so viel. Ich habe das mal versucht zu visualisieren. Also, hier mal die 100%, 30% davon auf 95, 86, also 95, 86 einfach auf die Größe gebracht. Bedeutet, so viele Leute habe ich getestet, so viele habe ich gefunden. Jetzt, mehr als 10-mal so viel, 3,5%, also wieder die 100%, 3,5%. Mittlerweile haben wir aber einen geimpften Status in Österreich von 65% und 35% auf 100%. Das habe ich jetzt nebeneinander gestellt. Und eben, so wie hier, die gefundenen positiv Getesteten auch auf diese Zahl gebracht. Also 11.975 und habe die Anteile einfach vergrößert. Das heißt, dieser rote Anteil ist jetzt das hier und die anderen sind eben größer geworden. Jetzt schauen wir mal, wie viel größer das geworden ist. Das heißt, da sind wir jetzt so bei in etwa 340.000. Das ist jetzt nicht ganz genau das, was hier steht, aber ja, 344.000. Das bedeutet, um etwa ähnlich viel in positiv Getestete zu finden, wo dann ein bestimmter Prozentsatz dann im Krankenhaus landet, haben wir vorher so viele getestet. Und jetzt haben wir so viele getestet. Davon sind jetzt 35% nicht geimpft, so viele geimpft. Jetzt frage ich mich mal schon, was wirkt eigentlich die Impfung, wenn wir so viele Leute geimpft haben? Also, so viele Leute haben wir geimpft, zu gar keine. Und dann eben diesen Erfolg mit der Impfung dann haben. Da frage ich mich dann schon. Jetzt habe ich nochmal versucht herauszufinden, zum Beispiel bei den über 70-Jährigen, wo war das? Höherer Anteil bei Älteren, das ist jetzt ein Teil von ORF, 10. November, AGES-Daten. Die Steigerung der Impfdurchbrüche hat mehrere Gründe. Zeigt sich an den Teilzahlen. Bei den über 60-Jährigen war in der vergangenen Woche der Anteil der Impfdurchbrüche mit rund 70% am höchsten. Da ist auch noch ein kleiner Wermutstropfen, wie das geschrieben ist. Das heißt, Zahl der Impfdurchbrüche steigt, wenn ich jetzt schnell drüber lese, nachlassende Schub und 17%, wenn ich schnell lese. Stimmt natürlich nicht, weil eigentlich geht es um die 41%, über die ich vielleicht drüber stolpere. Also allein die Aufmachung dieses Textes suggeriert für Schnellleser, ja, Impfdurchbrüche 17%. Ist nicht so. Man muss dann wirklich ganz genau lesen. Mir geht das selbst oft so, wenn ich jetzt mit diesen Zahlen hier umgehe, dass ich dann ein bisschen von der Vorstellung her in Bedrängnis komme. Und deshalb versuche ich es mir so ein bisschen greifbar zu machen, was hier eigentlich gemessen wird und was wir dann für Ergebnisse haben und wie gut die Impfung offensichtlich nicht wirkt. Ja, gut, also 70% Impfdurchbrüche bei älteren Leuten. Das heißt, obwohl wir so viel impfen, haben wir nur um so viel weniger
Erkrankungen. Also ca. 35-36% Erkrankungen durch die Nicht-Geimpften und so viel durch die Geimpften. Wenn ich mir jetzt die Altersgruppe der über, schauen wir nochmal genau, dass ich keinen Blödsinn sage, der über 60-Jährigen anschaue. Bitte bringt wieder eure Kritiken an meiner Sichtweise, zerlegt mich, wenn ich hier komplett falsch liege, aber ich habe schon wirklich, wenn ich mir das so anschaue, ich tue mir ja richtig hart, das nebeneinander zu stellen, darzustellen, in realen Zahlen, die Getesteten, die Gefundenen, so viele haben wir getestet, so viele haben wir gefunden, so viele haben wir getestet, etwas mehr haben wir gefunden und ein sehr großer Anteil von denen, die wir gefunden haben, zwischen 40 und 60% bei Älteren mehr, und das ist ja die relevante Gruppe, die Ältere, haben eigentlich die Impfung gehabt. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Impfwirkung eher gering einzuschätzen. Und das liegt wahrscheinlich damit zusammen, hängt damit zusammen, dass als Impfdurchbruch nur symptomatische Fälle gelten in Österreich. Die gelten zwar als Infektionen, da werden sie gezählt, laut einem Schreiben des Bundesministeriums. Aber Impfdurchbrüche werden nur dann gezählt, wenn sie symptomatisch sind. Ich denke, dass es viel, viel mehr Impfdurchbrüche im Sinne einer ansteckenden Infektion gibt, die dann wieder andere Leute anstecken, als die Impfdurchbrüche wirklich sind. Sonst ist eigentlich diese Grafik, die ich hier zusammengestellt habe, nicht erklärlich. Ich wünsche euch schöne Tage. Und bitte kritisiert mich. Nehmt mich auseinander. Es ist nur meine persönliche Meinung, also Meinung, nicht einmal Meinung, sondern das ist eine Frage, die ich mir stelle. Kann das wirklich stimmen? Bin ich da so auf dem Holzweg? Also, wenn ich auf dem Holzweg bin, dann bitte begründet, ohne Bashing, wenn es geht, einfach einmal das Ganze nachzuvollziehen, geistig, und mir meine kompletten Denkfehler vorlegen, damit ich sie nachprüfen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.